Kentler-Studie der Uni Hildesheim. Kapitel 2.2. Helmut Kentler und das Pädagogische Zentrum. Helmut Kentler wurde 1966 beim Pädagogischen Zentrum angestellt. Das heißt, bis 1970 war der Senator Evers sein Dienstvorgesetzter. Nach dem gemeinsamen Rücktritt von Evers und Furk war dann Gerd Löffler als Senator für Schulwesen der oberste Dienstherr der Mitarbeiter des Pädagogischen Zentrums. Dies wurde nach Furk von Peter Hübner 1970 bis 1973 geleitet. Der Bildungssoziologe Hübner war bereits seit 1968 Leiter der Abteilung Soziologie der Bildung, Abteilung 7, am Pädagogischen Zentrum und zugleich Honorarprofessor an der PH Berlin. An der PH Berlin war auch Kentler gewesen, der dort von 1965 bis 1966 Assistent bei Klaus Mollenhauer, seinem Doktorvater und Gutachter in seinem Promotionsverfahren 1975 an der Universität Hannover war. Siehe dazu Nentwick 2019. Am Pädagogischen Zentrum war Kentler dann von 1966 bis 1976 Abteilungsdirektor. Von 66 bis 1974 leitete er die Abteilung Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung. Von 1974 bis 1976 lässt sich seine interne Zuordnung am PZ nicht eindeutig rekonstruieren. Da Kentler erst 1975 in Hannover promoviert wurde, hatte er diese leitenden Funktionen als Abteilungsdirektor am PZ in Berlin ohne Promotion inne. Der Status als Abteilungsdirektor des Pädagogischen Zentrums war offensichtlich zentral für sein Selbstverständnis. Denn in seinem 1989 veröffentlichten Gutachten, das 88 von der Jugendsenatorin Schmalz-Jakobsen in Auftrag gegeben wurde, Homosexuelle als Betreuungs- und Erziehungspersonen unter besonderer Berücksichtigung des Pflege-Kindschaftsverhältnisses, ein Gutachten, leitete er dieses mit dem Satz ein, Zitat, als Abteilungsdirektor des Pädagogischen Zentrums in Berlin habe ich mit der Randgruppenjugendlichen gearbeitet. Im Folgenden führt er aus, dass er die Arbeit mit Randgruppenjugendlichen auch als jemand kenne, der mit diesen zusammengelebt habe. Zitat, ich kenne also die Schwierigkeiten, die das Zusammensein mit diesen Jugendlichen mit sich bringt, nicht nur aus der Literatur. Die Struktur, mit der das Pädagogische Zentrum begründet wurde, nämlich zwischen Theorie, Literatur und Praxis zu vermitteln, beansprucht Kentler hier auch für die eigene Person, mit der er seine Ausgewiesenheit und Erfahrung doppelt begründete. Seine Expertise wird hier zunächst über den Status des Abteilungsdirektors im Pädagogischen Zentrum und dann in der Doppelfunktion von Praxis einerseits und Theorie und Wissenschaft andererseits legitimiert. Mit dieser Doppelfunktion begründet Kentler im gesamten Gutachten seine Rolle. Zitat, im Einvernehmen mit den Eltern habe ich seitdem immer einzelne Jungen, meist bis zu ihrem Eintritt in das Berufsleben, bei mir zu Hause aufgenommen. Ich war also mehr als 3 Jahrzehnte selbst als alleinerziehender Pflegevater tätig. Auf die Legitimation durch seine Praxiserfahrung folgt die Bezugnahme auf die Wissenschaft, wiederum erst einige Abschnitte später. Zitat, ich hatte damals erste Veröffentlichungen über Versuche in Holland und in den USA gelesen, bei Päderastenpflegestellen für jugendliche Herumtreiber einzurichten und dadurch eine soziale Integration zu ermöglichen. Die Ergebnisse ermutigten mich und es gelang mir, die zuständige Senatsbeamtin dafür zu gewinnen. Die Studien, auf die er sich bezieht, werden nicht konkretisiert. Der Rekurs auf wissenschaftliche Ergebnisse bleibt damit allgemein legitimierend und nicht konkret belegt und unterfüttert. Im Laufe seiner Ausführungen bezieht er sich dann zudem noch auf die Bindungstheorie im Anschluss an den Bindungsforscher und Psychoanalytiker John Bowlby. In dieser Weise also beschreibt Kentler retrospektiv selbst den Anfang dessen, was dann als Kentler-Experiment bezeichnet wurde, ohne dass er eine genaue Jahresangabe machte.
In der Forschung wird dessen Beginn auf 1969-1970 datiert. Die doppelte Bezugnahme auf seine Erfahrung mit Jugendlichen und auf die Wissenschaft bildet auch die Struktur, die sich in seinen gutachterlichen Stellungnahmen für die Pflegestelle Fritz H. zeigen. Vergleich Punkt 3. In seiner ersten gutachterlichen Stellungnahme aus dem Jahr 1979 betont er seine 20-jährige Erfahrung im Umgang mit solchen Kindern. Zugleich betont er stets seinen wissenschaftlichen Status mit Bezug auf seine institutionelle Anbindung, Pädagogisches Zentrum bzw. Universität Hannover. Und noch etwas fällt bei dieser Narration auf. Sie ist rein personenbezogen erzählt. Der erfahrene Kentler mit seinen Kontakten in die Szene der Randgruppenjugendlichen greift eine von Jugendlichen bereits praktizierte Praxis auf und etabliert diese mit Zustimmung seiner Senatsbeamtin, indem drei Hausmeister als Pflegestellen für 15- bis 17-jährige Jugendliche eingerichtet werden und attestiert schließlich nach 2 Jahren eine erfolgreiche Integration der drei Jugendlichen durch Heirat oder mehr oder weniger gelungene heterosexuelle Kontakte. Damit greift er indirekt die gesamte rechtliche Thematik von unterschiedlichen Schutzaltersgrenzen für homo- und heterosexuelle Kontakte auf. Denn eine erhöhte Schutzaltersgrenze für mann-männliche Kontakte, die bis 1973 gesetzlich galt, wurde in einer langen rechtsgeschichtlichen Tradition mit der Gefahr von Homosexualität begründet. In Kentlers Geschichte kommen lediglich Einzelpersonen vor, die von ihm eingeschätzt und beurteilt werden. Und damit zeigt sich eine vergleichbare Struktur zu seinem Gutachten über die Pflegestelle Fritz H. Zudem suggeriert er mit der Abgeschlossenheit der Erzählung über sein sogenanntes Experiment zugleich die Abgeschlossenheit des Experimentes, während in Wirklichkeit vergleichbare Strukturen bei der Pflegestelle Fritz H. weiterwirkten, was Kentler wusste, da er in diesem Kontext 1979 selbst gegutachtet hatte. Das, was sich in der offenen Erzählung seines Experimentes als Success Story präsentiert, die in ihrer Schamlosigkeit und dem Eingeständnis einer Straftat verblüffen mag, dient in Wirklichkeit der Verdeckung einer vergleichbaren und zeitlich zur Veröffentlichung parallelen Praxis. Insgesamt kann jedoch im Zusammenhang mit dem Pädagogischen Zentrum festgehalten werden, dass sein Status als Abteilungsdirektor des Pädagogischen Zentrums am Anfang seines Berichtes über die Einrichtung der Pflegestelle stand, was die Bedeutung dieser Stellung für die Legitimation unterstreicht. Weitere Aufgaben und Tätigkeiten von Helmut Kentler im Rahmen des Pädagogischen Zentrums waren vielfältig und können hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden. Dazu gehörten etwa, um nur einige Beispiele zu nennen, Modelle zu Betriebspraktika von Schülern, selbstaktivierende Unterrichtsmaterialien zum Totalitarismus als autoritäre Struktur oder Erstellung der Unterrichtsmodelle zur Sexualerziehung. Diese werden etwa im Jahresbericht von 1975 erwähnt, also nach der Umstrukturierung. Modelle spielten insgesamt für das PZ, wie auch hier deutlich wird, eine zentrale Rolle. Kapitel 2.3 Experimente als Reformträger. Insgesamt wird das Pädagogische Zentrum selbst als Modelleinrichtung bezeichnet, mit dem Auftrag, Experimente zu entwickeln, die nach Bewährung dann in die Fläche überführt werden sollten. Die Idee des Experimentes kann in diesem Zusammenhang als Reformträger bezeichnet werden. Dabei ist ein durchaus technologisches Verständnis zugrunde gelegt, das dem Muster folgte, dass erfolgreich bewertete Modelle in die Breite übertragen werden sollten. So bemerkte der ebenfalls im Planungsausschuss des Pädagogischen Zentrums angehörende Heinrich Newe, Präsident des Westberliner Landesprüfungsamtes, der zugleich dessen Vorsitzender war, in einer durchaus rational-technizistischen Diktion, dass die Ergebnisse der Versuche, die im Rahmen des Pädagogischen Zentrums durchgeführt werden sollten, vom Experiment in die Serienproduktion überführt würden und damit in
eine für den pädagogischen Alltag praktikablen Gestalt. Dass Experimente im Kontext der Bildungsreform derart hoch bewertet wurden, ist auch Teil bildungspolitischer Auseinandersetzungen der 1960er und 1970er Jahre. Hatte die CDU doch bei ihrem Wahlkampf 1957 die Parole ausgegeben, Zitat, keine Experimente wagen. In den Dokumenten und Berichten des Schulsenators Evers spielt das Experiment als Argument eine zentrale Rolle. Auch seine Beratung der Berliner Polizei, die Kentler nach dem Attentat auf Benno Ohnesorg aufgenommen hatte, bezeichnete er laut Spiegelbericht vom 7.8.1967 als Experiment. Kentler war dem Berliner Polizeidirektor Dittmann auf Vermittlung von Evers verantwortlich für das pädagogische Zentrum, nach dem Vorbild der Stadt München als psychologischer Berater angetragen worden. Der Spiegel berichtete, Zitat, um die Zeit bis zur Berufung eines Umbach, so der Name des Münchner Psychologen, zu überbrücken, trug Sozialdemokrat Evers den Parteigenossen im Senat die gute Dienste seines Diplompsychologen Kentler aus dem pädagogischen Zentrum der Halbstadt an, der Erfahrung im Umgang mit verhärteten Beamtenseelen besaß. Dankbar akzeptierte Innensenator Wolfgang Büsch das Angebot und erhieß den Psychologen, alle auch die politischen Ursachen der Hasshaltung seiner Polizei zu den Studenten zu erforschen. Zitat Ende. Damit spielt also auch bei Evers Empfehlung von Kentler als Polizeipsychologe dessen Status als Mitarbeiter des pädagogischen Zentrums eine Rolle. Im Zusammenhang mit Kentlers Rolle als Berater der Polizei erwähnt der Spiegelbericht vom 7.8.67, dass sein Vater aktiver Offizier gewesen sei. Zugleich wird durch den Spiegelbericht deutlich, dass Evers Helmut Kentler kannte und offensichtlich schätzte. Evers und Kentler waren beide Mitglied in der Humanistischen Union, vor der laut Spiegelbericht Kentler im August 67 auch referierte. Der persönliche Referent von Evers, Hans-Joachim Hoffmann, war beteiligt an Papieren des pädagogischen Zentrums, bei denen Kentler Mitautor war. So etwa an dem Papier »Bericht zur Situation der jungen Generation« vom 11.06.1967. An dem neben den Mitarbeitern des pädagogischen Zentrums Furk, Kentler und Wolfgang Schulz auch der persönliche Referent des Senator Evers, Hans-Joachim Hoffmann, beteiligt war. Die enge Verbindung von Evers und Furk als Gründungsdirektor zeigte sich auch darin, dass Evers in der von Furk mit herausgegebenen Zeitschrift Betrifft Erziehung publizierte. In der Nummer 668 wurde auf dem Deckblatt für das PZ Werbung gemacht. Kapitel 2.4 Kentler als Gutachter für den Berliner Senat. Kentler war mehrfach direkt für den Berliner Senat als Gutachter tätig. Zum einen 1967 als Berater der Berliner Polizei in der Rolle des Polizeipsychologen, siehe oben. Ilse Reichel beauftragte Kentler 1968 als Stadträtin Reinickendorf, ein Gutachten für einen Abenteuerspielplatz im Märkischen Viertel zu erstellen. Dieses datierte vom 9.7.68 und der Vorgang fällt in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Jugend und Familie. Betont wird von Kentler, dass der Spielplatzleiter sich um den Abbau autoritärer Verhaltensweisen unter Kindern zu kümmern habe. Und schließlich erstellte Kentler das bereits angesprochene Gutachten für homosexuelle Betreuungs- und Erziehungspersonen unter besonderer Berücksichtigung des Pflegekindschaftsverhältnisses für die Jugend- und Familiensenatorin Cornelia Schmalz-Jakobsen 1988. In seinem Gutachten von 1988, in dem er die Geschichte des sogenannten Kentler-Experimentes scheinbar bewusst erst 20 Jahre später als Geschichte von drei vorbestraften Hausmeistern, die zu Pflegestellen wurden, publiziert, betont er zudem, dass diese schon vorher von drei Jungen aufgesucht wurden, die sich als Stricher betätigten.
die, wie bereits erwähnt, Lektüren von ersten Veröffentlichungen über Versuche in Holland und USA, bei Päderasten Pflegestellen für jugendliche Herumtreiber einzurichten und dadurch soziale Integration zu ermöglichen. Und deren Ergebnisse ermutigten mich, etwas Ähnliches zu versuchen, und es gelang mir, die zuständige Senatsbeamtin dafür zu gewinnen. So kam es, dass bei den drei Hausmeistern regelrechte Pflegestellen eingerichtet wurden, und ich fand rasch drei Jungen, die bereit waren, hier einzuziehen. Zitat Ende. Kentler erzählt diese Geschichte mit mehreren Leerstellen. Erstens gibt er kein Datum bzw. Jahr an. Zweitens suggeriert die Erzählung zunächst, dass es sich um dieselben Jugendlichen handeln könnte, die sowieso schon zu den Hausmeistern gegangen sind. Aber bei genauer Lektüre wird deutlich, dass er rasch drei Jungen gefunden hätte, die dort einzogen. Kentler erzählt diese Geschichte zudem als abgeschlossene. Die Jungen, die bei Einzug etwa zwischen 15 und 17 gewesen seien, seien zwei Jahre bei den Hausmeistern geblieben. Er attestiert ihnen ein ordentliches und unauffälliges Leben. Zwei hätten geheiratet. Einer habe Probleme mit Freundinnen, sei aber ordentlich, zuverlässig und selbstständig. Kentler macht sich nicht nur zum Begründer und Evaluator des Experiments, sondern beschreibt sich als doppelten Helfer und Erzieher. Als Erzieher der Hausmeister und der Jungen. Zitat: Vielmehr machten sie es mir ziemlich leicht, ihnen dabei zu helfen, das Selbstständigwerden ihres Jungen als wichtiges Ziel ihrer Beziehungen zu ihm anzustreben. Zitat Ende. Kentler beschreibt das Experiment 1989 damit sowohl als erfolgreich als auch als etwa mit dem Jahre 1972 abgeschlossen. Dabei ist er 1979 und dann wieder 1991 als Gutachter für die Pflegestelle Fritz H. tätig, die eine vergleichbare Konstellation aufweist. Kentler macht sich somit zum Autor des abgeschlossenen Kentler-Experimentes, womit er verdeckt, dass vergleichbare Pflegestellen und Konstellationen weiter existieren. So etwa die Pflegestelle Fritz H. Damit wird die von Kentler erzählte Geschichte des sogenannten Kentler-Experimentes, wie ebenfalls schon erwähnt, zur Verdeckungsstruktur für andere und vergleichbare Konstellationen. In gewisser Weise bestimmen die von Kentler initiierte Narration über das sogenannte Kentler-Experiment die Narrationen bis heute. Denn die Einrichtung von Pflegestellen bei Pädophilen werden zumeist allein auf das Ende der 1960er bzw. das Jahr 1970 beschränkt. Und es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um Jugendliche handelt. Typisch ist auch die vage gehaltene Altersangabe der Jungen im Gutachten. Vage Altersangaben sind insgesamt charakteristisch für den Diskurs, der Pädophilie legitimiert.